Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Und mir ist das aufgefallen, also ich habe mir gedacht, dass mir das aufgefallen ist. Dieser Simon, der mit den blonden Haaren, der schaut original so aus wie der Daniel vom ersten Teil, wo der aber getötet wurde. Sie also ist das eine Kopie von denen. Ja, gut. Okay, warte mal. So, also, was hat jetzt hier richtig Schleiche oder geknöpft werden? Also ich meine den Typen. Der sieht perfekt, also perfekte Kopie von Daniel. Oh shit. Gelange zum Cyberlife-Lager, Folge North. Okay, bin da. Vorsicht. Oh. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Also folgen, oder? Ja. Gott, das sieht so nice aus wie alles hier, Alter. Es sieht so geil aus, wie die Androiden einfach herumhupfen und ja, es ist so. Hammer! Hammer! Das ist auch witzig, dass uns niemand sieht. Top. Cyberlife. Hier müssen wir hin. Okay. What? Alles klar. Scheiße, wie ich gehe? Okay. Oh, okay. Ja, bin da. Natürlich hängen wir an dem Container. Natürlich checkt der Typ das nicht. Alles klar, ey. Alter, geile Szene, Alter. Richtig geile Szene. Das Lager Komm. Ist davor. Wir sind fast da. Das läuft ja alles irgendwie zugeschmiert, kann das sein? Also das wundert mich jetzt sehr ein bisschen, dass hier nichts schief läuft und alles. Wundert mich gerade sehr. Okay, ich bin da. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Wie? Ah, okay. Parkour wieder mal, alles klar. So, warte mal. Das wird sicher niemals klappen. Das wird niemals klappen. Ja, das bemerkt man auch, okay. Warte mal, ja genau, hoch. Ich würde sagen hoch und dann, keine Ahnung. Dann hier auf den Container. Ernsthaft? Mein Gott. Okay, dann hier. Das ist das gleiche, warte. Zurück. Hier irgendwie. Ne, hier, achso. Ne, hier abspringen, vom Container abspringen. Genau so. Und das klappt nie. Ja, wäre zu weit weg. Okay, hier. Hä? Alter, jetzt bin ich gespannt. Ah, ups. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nee, ist sowieso klar. Alles klar, ey. Okay? Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Der Dude kann's. Oh, North. Wir sind aufgestiegen. Nehmt so viel ihr könnt. Öffne die Kiste. Du suchst die Kisten. Ah, okay. Ja. Wenn ich könnte, ich kann aber gar nichts tun. Ach so, hier. Hä, warum die?
Blaues Blut, irgendwas, Ersatzteile, mäßige Dinger. Das sieht mit der blauen Blut aus. Was? Oh shit. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Hä? Was? Wache umbringen? Ah, ne. Verstecken? Scheiße! Nehmen, verstecken. Da sind 4 Androiden hinter den Kisten. Er lügt. Worauf wartest du noch? Löst den scheiß Alarm aus! Über den Fuck! Lauf! Ja, lauf! Okay, ich glaube, ich hätte gleich hinkommen sollen. Scheiße. Ja, nee, ist klar. Die Schnauze! Hoch! Oh, Hunde auch noch, geil. Hab ich's geschafft? Ah. Das ging einfach. Wir haben's versucht, aber wir mussten weg, bevor die Taschen voll waren. Es wird nicht reichen, um alle zu retten. Wir haben unser Leben riskiert. Und wofür? Bin ich jetzt schuld oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, es war ein Risiko. Und ja, wir versagten. Doch wir haben es versucht. Natürlich wäre es einfacher gewesen, herumzusitzen und bloß abzuwarten. Denn in Jericho ist man frei, stimmt's? Frei, um was zu tun? Stumm zu sterben, darauf hoffend, dass kein Mensch uns findet? Frei zu hoffen, dass wir eines Tages sein dürfen, wer wir sind? Diese Freiheit will ich nicht. Ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Es ist etwas in mir, das weiß, ich bin mehr als sie behaupten. Das mir sagt, dass ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Denn wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Und von jetzt an sind wir frei. Ich habe ja in irgendeinem Teil, also irgendeine Szene, habe ich ja irgendein Buch gelesen, wo irgendwas gestanden ist mit Dritter Weltkrieg, Androiden und was weiß ich. Kann es sein, dass hier jetzt irgendwie der Anfang von dem Dritten Weltkrieg hier Androiden gegen Menschen ist? Weil mir kommt das schon langsam so vor. Und what the actually fuck? Verstecken und dann abhauen. Und sonst wäre es noch was weiß ich wie viele Möglichkeiten gegeben. Ach du Heiliger. Ja, okay, ist wahrscheinlich klar. Also man hätte es auch machen können, dass wir es geschafft hätten irgendwie. Aber wie? Wenn wir den Typen als Geisel nehmen? Also einen anderen Androiden? Huh. Also ich habe anscheinend den einfachsten Weg genommen, der was mir auch nicht wirklich viel gebracht hat, aber... Okay. Ja, gut. Wie heißt das Ding überhaupt? Ersatzteile. Ah, ja, okay. Markus unverletzt... Ja, wie soll er sich verletzen, wenn wir sowieso den Ding geplant haben, wie er die Drohne ausschaltet? Oh. Na, okay. Ach, lass mich raten. Ja, Eden Club. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist?
Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Tschüss. Ich glaube es gar nicht, dass ich mit Hank befreundet bin. Ich glaube selber gar nicht. Aber die Hüte sind ein bisschen groß. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Ich bin gespannt. Haben die das jetzt auch LED? Police do not Dings, das ist auch LED. Ah, alles klar. Oh mein Gott. Alles klar. Alles klar. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Ich analysiere die Frauen hier. Was dagegen? Was? Total $30. Nicht schlecht. Ist ja sehr viel los. Happy Hour. Was? $19 für 60 Minuten? Das geht eigentlich, oder? Was tun wir jetzt eigentlich hier wirklich? Oh, das tun wir hier. Ted Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Digga, ich finde schon heraus, was hier passiert ist. Das kannst du sowieso nicht. Gut, untersuche den Tarat, untersuche den Androiden, alles klar. Okay. Bin mal gespannt aufstehen, der weiß. Selector, der ist schwer beschädigt. Bier, komm mal, schwer beschädigt. Alles schwer beschädigt. Aha. Ja, blaues Blut, das ist mir auch, das habe ich auch so gesehen. Ja. Okay, Android und so. Das war's mir jetzt bei dem Androiden nicht zu holen. Tu mal, weiß ich nicht, den BH und die Höschen weg. Spaß. Okay. Bei dem Opfer. Wenn er das Opfer ist, muss er nicht sein, weil wir haben es ja beim letzten Mal auch gesehen, dass dort der Android das Opfer war. Aber gut, so, warte mal. Zuerst mal gucken, wie der Typ überhaupt heißt oder wer es ist. Verstorben, Graham Michael. Geschützte Todeszeitpunkt 18:24. Okay. Michael. Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache erstickt. Ersticken. Aha. Also höchstwahrscheinlich hat sie ihm erstickt. Herzstillstand, keine Anzeige eines Herzanfalls, Herzanfall nicht Todesursache. Nicht. Ja, also hat das Herz einfach aufgehört zu schlagen, wie sie ihm erstickt hat, wahrscheinlich. Kann ich mir denken. Okay. Was ist hier passiert? Ja, hier erstickt sie ihn gerade. Ja, war klar. Opfer wurde erwürgt. Das war mir klar. Ja, wollte mich verarschen. Ich will mehr wissen, Alter. Warum will ich wissen? Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Ja. Das beweist gar nichts. Vielleicht